Das Flugzeug ist nun zum Stehen gekommen. Die Gangway wird herangefahren und jeden Moment erwarten wir, dass die Tür geöffnet wird. Und dann können wir endlich den ersten Blick von der Königin erhaschen, während sie ihren ersten Besuch in Los Angeles seit über 5 Jahren begeht. Genau richtig, Bob. Und es ist ein wunderbarer, laulüftiger Abend, kann man sagen. Haltbar bis Juni 82. Zu einem förmlichen Empfang, den die Bürgermeisterin zu Ehren ihrer Majestät gibt. Ich glaube, dass Vincent Ludwig in eine Reihe krimineller Aktivitäten verwickelt ist. Oh, Frank, jetzt hör mal auf. Vincent Ludwig ist ein sehr respektierter, großzügiger, gütiger Mann. Zu dumm, dass du ihn nicht so gut kennst wie ich. Ah ja? Wie gut ist das? Was willst du denn damit sagen, Frank? Es tut mir leid. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich traue ihm nicht und ich möchte nicht, dass du in etwas Gefährliches hineingezogen wirst. Kung Fu? Haben die wieder aufgemacht? Ich dachte, die haben vor 3 Jahren geschlossen. Ah, wirklich? Ist das schon so lange her? Ah, mir ist heute sowieso nicht nach etwas Chinesischem. Frank, ich finde es so lieb von dir, dass du dir Sorgen um mich machst. Aber du irrst dich wirklich über Vincent Ludwig. Er ist so ein Gentleman und er ist so großzügig. Und er möchte sich unbedingt mit dir unterhalten. Er will die Zweifel, die du seinetwegen hast, aus der Welt schaffen. Wann? Heute Abend. Er möchte dich bei den Viehhöfen an der 7. Straße treffen, gleich um die Ecke der 53. Na gut, aber versprich mir, dass du vorsichtig sein wirst. Natürlich werde ich das, mein süßer Hase. Schon deinetwegen. Ah, jetzt muss ich aber gehen. Wir sehen uns dann morgen. Und du willst wirklich nicht irgendwas essen?